Drei Gebete. Gabriele D'Annunzio, Roberta da Punt, Milo de Angelis. Blitze, Stürme, Gewitter, Sinnbilder der Erhabenheit. Die Nacht bricht ein und Licht zerreißt elektrisch die Stille. Naturgewalten und Homo sapiens mittendrin. Blitze als Gebete der Pantheisten, Gewitter als Faktum einer natürlichen Welt, deren Regeln wir zu unseren Gunsten auslegen, bis das Meer Schleim erbricht. Drei dichtende Beten. Der eine glüht, die andere ernüchtert und der letzte treibt monologisch in den Vororten. 1. Das schwärmende Gebet D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio schwärmt. Er schwärmt mit Freikorps aus in das heutige Rijeka und deklariert die sogenannte Repubblica del Carnaro, theorisiert und praktiziert eine Art der Herrschaft, die unter Mussolini, der wesentlich von D'Annunzio inspiriert war, als Faschismus bekannt wird. In seinem Staat gibt es ein Klassensystem mit Poeten und sogenannten Supermenschen an der Spitze der Gesellschaft, mit einem Grundrecht auf Musik und den Korporationen aus den Kapitalisten und der Arbeiterschaft, gebündelt unter der Herrschaft eines Anführers, das heißt ihm. Er liebt Spektakel, er liebt den Exzess, Orgien, Kokain, lässt quasi auf Eigeninitiative Propagandablätter über das jeweilige Feindesland abwerfen, quält jeweilige Feinde mit Abführmittel und schlachtet sie. Gabriele D'Annunzio schwärmt. Seine gespaltene Person scheint eine Art Ruhepol zu seinen reellen Monstrositäten in der Dichtung zu erschaffen. Eine Art Ruhewelt, eine Art Gebet im antiken umfassenden Ton eines Hölderlins, romantisch wie ein Novalis. Ein verklärtes Land der strömenden lyrischen Bewegung, wo Perversion und Folter abwesend sind. Wo ist der Übergang von der Romantik des Stürmers und Drängers in die totalitäre Welt? Ist sie in der Energie der Jugend, im Elan vital des Henry Bergson? Wir zitieren D'Annunzios Gesang der Sonne. Schau, jung erwacht die blaugrüne Welt des Meeres im Hauch verjüngender Frühlingswinde. Talatal, Talatal, aus dem jungen Herzen sollen jetzt fliegen, auf in die Höhe springen. Das ist erstmal schön und dithyrambisch sprudelnd, bis die Grenze klar wird, die sich im Bezug des jugendlich Frischen und Intuitiven, die dem Faschismus inhärent sind, aber eben auch der guten Dichtung, hin zu der Glorifikation des Nationalen, des vermeintlich goldenen, vergangenen Zeitalters, golden, aber nur im Ausschluss des Anderen, sich in dieser Grenze ergibt. Und die unbeteiligte Natur wird zum Gebet des Eigenen und ideologisch Überhöhten. O Meer, o Ruhm und Macht, du Italiens, aus deinen freien Fluten soll endlich blitzen, gehärtet wie der Stein des Feuers, auf in die Lüfte der Strahl der Jugend. Die Grenze ist überschritten, der Pfeil abgeschossen. Mit zwei Wörtern, mit der Macht und Italien, betet D'Annunzio die Natur als eine von Blut und Boden. Der Strahl der Jugend soll, so D'Annunzio, endlich blitzen, ganz im Sinne von Restauration und Reaktion. Dieser Blitz, dieses Gebet ist für den Krieg. Ich blitze nicht mit. Kann man D'Annunzio anders lesen als nur politisch? Man kann alles. Man kann, denn es gibt auch Gedichte in diesem von Hans Christian Günther übersetzten Band und eigentlich sind es die allermeisten, die sind herausragend, weil sie auch das Schicksal der Menschheit im Angesicht ihrer Endlichkeit reflektieren. Nur bleibt, wegen der militärischen Seitensprünge, trotz des offenbaren dichterischen Talents, ein fader Beigeschmack. Die Erde ist mir Todespein. Sieh, alles Licht ist drunten auf dem Meeresgrund und überall ist dunkel nur. O Wunderbotin, Morgenlicht in tiefer Seel, ich stürze in den Abgrund mich. 2. Das ländliche Gebet, da Punt, wo D'Annunzio in den tödlichen Exzess taumelt
und wortwörtlich starb er kokainzerfressen, aus dem Fenster stürzend, ist Roberta da Punt bodenbehaftet und demütig. In ihrem Essay am Ende des im Folio Verlag erschienenen Bandes Nauz, das in ladinisch-deutscher Ausgabe vorliegt, unterstreicht sie die Wichtigkeit des Anschlusses an etwas Bestehendes, an eine Tradition und Brauchtum, wobei sie im Gegenteil zu dem Chauvinisten D'Annunzio gerade die Selbstverständlichkeit der Mehrsprachigkeit und das Wandeln zwischen den Kulturen als Angehörige der ladinischen Minderheit in Italien statuiert. Ihre Bezugnahme auf Tradition ist von ihrem Leben herrührend, da als Bäuerin lebend. Die bäuerliche Tradition erdet, der klare Tagesablauf, die Vorgabe des Lebens durch eben die Natur und Naturgewalt, der Verzicht auf Überflüssiges, auf allzu Abgehobenes, wie man es auch in ihrer Sprache sieht, etwa im Lied am Morgen. Hastig frisst das Schwein am Trog, wird fett und gut. Das zufriedene Tier legt zu, seine Schwarte blüht auf. Heute Morgen nun ruft eine Stimme nach dir, und du trottest neugierig auf deinen Metzger zu. Das angesprochene Schwein wird geschlachtet, eine Tatsache, die nicht verklärt wird und bäuerliche Selbstverständlichkeit ist, prosaisch anmutende Genauigkeit und ein trockener Bauernhumor. Der Rüssel stöbert am Boden, durchwühlt Heu und Stroh, ein zärtlicher Klaps, ein Schuss und du kippst in die Spreu. Das Blut gurgelt, die rote Spur versiegt im Schnee. Die Erhabenheit, das Blitzen und der Sturm kommen hier weniger aus den einzelnen brutalen, unmittelbaren und realistischen Akten, sondern aus dem Gesamtbild des Bauernlebens im Angesicht der konstanten Natur. Es ist ein beständiger Sturm und dann Windstille. Das Gebet ist ein stetes, immerzu fortdauerndes. Schweigend wartet der Metzger auf dich. Stirb, Schwein! Geharzt, die Borsten abgeschabt, liegst du in der Wanne. Aus dem Maul rutscht die Zunge. Armes Schwein hängt nackt am Haken. Heute Abend soll es Würste geben. Die ladinischen Originalverse sowie Schwarz-Weiß-Bilder der Schlachtung ergänzen das realistische Gefühl des sich vor Ort Befindens. Musikalisch klingt das Ladinische und gibt dem Profanen eine melodische Anmut. Da Punts Gebet ist eines des Wechsels von Tag zu Nacht. Im Gedicht Monolog etwa bittet sie: Werde Tag, mein Gott, die Nacht neigt sich zum Ende. Das Gebet ist zyklisch eingebunden in die Arbeit, die Welt ist im Bauernhof. Es läutet zur Abendandacht, heilsam sind die Gebete, Heu und Krumett zum Überleben, und im Stall erwarten dich drei Kühe und ein Schwein. Drittens, das Gebet des Vororts De Angelis. Manche beten vorlaut und manche, indem sie dem Tagewerke nachgehen. Das war bisher der Fall. Milo De Angelis' poetische Stimme hingegen stellt sich als Folge permanenter Gedankenschübe dar, im Grenzgebiet zum Gebete wandelnd. Seine größte inhaltliche Differenz zu D'Annunzio und Da Punt ist die wesentlich größere Unsicherheit. Weder spielt die Nation eine große Rolle, noch die zwingenden Gesetze der Arbeit im Hofe. Seine Monologe sind wie Lyrics von Großstadt-Punk-Bands. Komma zu Komma zu Komma geht sein Gedankenfluss. Abgehakt, abgehakt, Wahrnehmung knüpft an Wahrnehmung mit dem Wunsch nach etwas Höherem. Und unter dem Ozean paaren sich die Geschlechtszellen. Nichts Unwiederbringliches geschieht. Nur Schwämme kehren wieder und die Insekten füllten die Luft. Hier eine Färbung vom Perlmutt, ein Fels im Sand, die Schritte, hier die Mutter. Die Sehnsucht nach etwas Unwiederbringlichem ist gegeben. Objekte und Lebewesen wechseln sich ab. Der Angelus schwankt. Der Angelus treibt, der Angelus denkt haltlos. Im Kleinen zeigen sich die großen Wahrheiten, wenn es denn welche sind. Er ist sich nie sicher und er ist nie sicher an einem Ort befindlich. Eine Lage der Einsamkeit und Liebesgesten von vormals sind bloß noch Störungszustände. In einer seltsamen Zwischenklarheit, wie etwa bei den Akmeisten in Russland und in Dissoziationen inbegriffen, wie etwa oft bei Celan,
wechselt de Angelis Sprache die Positionen. Du warst der Graben eines jeden Satzes, ein Sprung in die regungslose Brust. Farbenlos bist du hinabgestiegen in den Spiegel der einsamen Silben. Von einem alten Karussell bist du heruntergefallen. Schwerer Stern, schlafloses Wasser, Wundmal, das bleibt, Kuss, übersetzt von einem Dorn. Thank you.